Willkommen zurück, Leute, zu 1080 Snowboarding. Ja, wir spielen das jetzt in der Virtual Console Version, denn der eShop ist wieder verfügbar. Und da habe ich mir das Ding gleich einfach mal wieder neu geholt. Ich habe den normalen Modus schon wieder geschafft und deswegen haben wir schwer auch schon freigespielt. War gar nicht so einfach, muss ich sagen. Denn in dieser Version kann ich ja jetzt halt nicht mehr meinen Nintendo 64 Controller benutzen, sondern ich muss meinen Classic Controller benutzen für die Wii. Und irgendwie fällt es mir damit wesentlich schwieriger, dieses Spiel zu spielen. Dafür ist allerdings die Grafik jetzt ein bisschen dichter am Nintendo 64-Spiel. Ja, das ist auch gut, oder? Naja, geht so. Also ich hätte ehrlich gesagt lieber die bessere Grafik mit dem N64-Controller als die schlechte, als die Nintendo 64-Grafik mit einem anderen Controller. Nun gut. Wie gesagt, also mit dem normalen Modus hatte ich jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hoffe, wir schaffen das hier trotzdem, weil... Es ist wirklich viel schwieriger. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber es kann ja nur am Controller liegen. Das ist, dass ich auf einmal viel größere Probleme damit habe. Weil, ich meine, ich habe es vorgestern ja tausendmal gezockt. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Vielleicht war der Wii Shop doch die ganze Zeit da. Denn bevor ich vorhin in den Wii Shop gehen wollte, habe ich so gemerkt, oh... Dein LAN-Kabel für die Konsolen, beziehungsweise ich spiele ja, was heißt ich spiele? Ich habe, hallo, fahr doch mal! Ey, der hängt da irgendwie gerade richtig scheiße. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Der kam da aus dem Crap nicht mehr raus. Jetzt haben wir es verkackt, oder? Ich bin Erster, warum bin ich denn Erster? Naja, ich will mich nicht beschweren, ich bin Erster, läuft. Trotz dieses Mega-Fails, okay. Vielleicht ist er denn weg, der war da gerade ziemlich... Das war dumm. Oh, jetzt verliere nicht. Aber er fährt rechts, deswegen haben wir noch eine Chance. Er muss also springen. Und wenn er springt, ist er langsamer als wir. Tschüss, Mann. Ach, Gott sei Dank, ey, erste Runde ist schon mal gewonnen. Ja, jetzt sehen wir auch schon einen kleinen Nachteil an diesem Spiel. Also einen klitzekleinen Nachteil, den es so gibt. Und zwar... Es ist wie bei Wave Race halt, ne? Man muss jetzt erstmal sämtliche Strecken, die wir schon kennen, nochmal spielen, um dann diese eine Strecke, die wir zusätzlich in diesem Schwierigkeitsgrad bekommen, spielen zu können. Ja, ist das nicht schön? Also, der Umfang dieses Spiels ist natürlich extrem kurz. Und wenn du bedenkst, dass du dafür dann damals, ich schätze jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber es wird so um die 130 Mark, 140 Mark kostet Nintendo 64 Games damals halt. Also so 70 Euro. Bezahlen für 6 zwar sehr, sehr geile Snowboard-Strecken. Aber nee. Das ist nicht die Welt. Aber nichtsdestotrotz konnte man dieses Spiel extrem viel und lange spielen. Vor allen Dingen im Zwei-Spieler-Modus. Das ist halt echt... übelst gebockt hier gegen seinen Bruder oder gegen Kumpels zu fahren, ey, das war richtig epischer Scheiß, ich muss es einfach mal so sagen, das war so ein göttliches Spiel und ich muss sagen, mit einem Nintendo 64 Controller in der Hand ist der Spaß größer, das kann ich jetzt gar nicht abstreiten, also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, macht es dir jetzt gerade so viel Spaß wie im ersten Part, nein! Tut es nicht, weil der Controller, der Classic-Controller ist echt nicht gut geeignet dafür. Der Analogstick, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der reagiert später. Na, keine Ahnung. Ich will mich darüber jetzt auch nicht großartig beklagen. Das Spiel ist dennoch geil. Aber es geht ein bisschen vom Fahrgefühl flöten mit dem falschen Controller, leider. Und das ist halt eines der größten Stärken dieses Spieles, ne? Nicht Grafik, nicht Sound. Weil das alles auch eigentlich okay ist, vor allen Dingen für ein N64-Spiel. Aber das Gameplay ist halt hier mehr als entscheidend und das ist gigantisch gut. Gigantisch! Ich mein's ernst, wirklich. Wow, 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 wow. So. Komm schon. Das ist. Ja, das haben wir locker geschafft. Was macht die denn da hinten? Also normalerweise hast du das nicht so, dass der Gegner meilenweit hinter dir liegt. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Naja, will mich nicht beklagen, auf gar keinen Fall. Golden Forest, wenn ihr es gemerkt habt, die ersten beiden Strecken waren ja von den Lichtverhältnissen so ein bisschen anders, und zwar im Sonnenuntergang. Dieses Level war, wo wir es das erste Mal gezockt haben, im Sonnenuntergang. Und ist jetzt zu normalen Uhrzeiten. Das merke ich aber auch ehrlich gesagt nur, weil ich das halt gerade eben gezockt habe, ne? Es ist 5 Minuten her, dass ich das hier gesehen habe, deswegen...
Merke ich das? Komm, lass mich in Ruhe. Ja, geil, umgeschmissen, umgeschmissen. Das ist natürlich richtig gut. Man kann den Gegner auch killen, würde ich behaupten. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das geht, aber ich glaube eigentlich schon, dass die nicht unendlich... Dann haben die unendlich Energie, die Gegner. Ah, kann ich echt nicht sagen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich hoffe mal, dass die grafisch bei euch gleich, also im Endeffekt auf YouTube okay aus. Weil bei mir auf dem Fernseher sieht es ganz gut aus. Aber wenn ich auf den Aufnahmebildschirm gucke, da ist es nicht ganz so geil. Naja. Läuft schon. Hilft alles nichts, ne? Nein, da müssen wir leider durch. Oh Gott, das hier ist auch nicht unbedingt die leichteste Strecke. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die nächste Strecke gleich gegen Dion Blaster spielen müssen und alle unsere Leben verlieren. Und dann haben wir ja noch die neue Strecke vor uns. Und das müsste mich nicht alles täuscht, die Transsilvanien-Strecke sein. Das ist muss. Weil die sechste Strecke ist ganz klar, welche das ist. So weiß ich zumindest. Das ist so ein ganz krasser Abhang. Also da geht es wirklich steil runter mit 1000 verschiedenen Wegen. Da kann ich gar nicht sagen, welches der beste ist. Absolut nicht. Konnte ich nie. Oh oh. Der Typi ist ganz dicht hinter uns. Der Typi ist ganz dicht hinter uns. Ich habe auch gar nicht Angst. Nein. Ich schaff das, ich schaff das. Ich glaube an mich. Ich glaube an das Herz des Bordes. Komm schon. Bisschen. Nein, 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 nein. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ach, der ist mega weit weg. Wunderbar. Mit allen Leben ins letzte Level gekommen. Vorletzte. Naja, für mich ist das hier gerade das letzte, weil weiter als hier konnte ich ja nie spielen. Oh, da ist er ja. Dion Blaster. Juhu. Der ist so gut. Gegen den fahre ich so gerne, weil der mich immer so leicht besiegen kann. Oh, oh. Das ist schon dumm zu springen. Kann sein. Ich glaube, die ganze Aktion, die ich hier mache, ist bis jetzt dumm. Wobei, ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Das wäre eigentlich sehr geil. Hab's nicht geschafft. Ah, das ist nicht gut. Oh, der führt. Nein! Nicht ins Haus gekommen. Jo, wie geil ist das denn? Jump und kack ab halt, ja. Na, es läuft noch. Hm, aber er führt schon echt gut. Der führt schon echt gut, Leute. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das müssen wir ein zweites Mal spielen. Außer er macht richtig krasse Fehler. Und das traue ich ihm eigentlich nicht zu. Der Typ ist einfach zu sehr drauf. Ich hasse ihn. Wie die Pest. Den würde ich auch erschießen. Ja, ich glaube, wenn Dion Blaster vor mir stehen würde. Es kann auch sein, dass ich früher immer Dion Blaster genommen habe. Also wenn ich das jetzt so sehe, glaube ich fast, dass ich immer den genommen habe, weil der ist ja sowas von gut. Yo, yo, ich sehe auch nichts. Muss ich gestehen, ich sehe nicht viel. Okay, läuft noch, läuft noch. Er scheint gar nicht so weit zu führen. Er scheint kaum zu führen. Wenn ich der Karte Glauben schenken darf. Spring da bitte drüber. Danke. Nein! Warum? Warum? Ah. Energietechnisch geht's aber noch. So, auf Nummer sicher. Ups. Okay, okay. Da ist er schon, Leute. Der führt nicht so weit. Den kriegen wir den Sack. Nein. Oh, knapp. Oh, komm, Dion. Du willst doch irgendwelche komischen Crazy-Shit-Aktionen ausführen, oder? Nee? Oh, das war dumm von dir. Das war dumm. Das war dein größter Fehler. Du bist erledigt. Oh, oh, ich bin erledigt. Läuft noch, läuft noch. Boah, ab auf den Bürgersteig, Meister. Ab auf den Bürgersteig. Wenn du das jetzt verkackst, haben wir ein... Wow. Wieder crappy, ey. Oh Gott, oh Gott. Ich habe so Angst. Das glaubt ihr nicht. Ich habe so eine scheiß Angst. Ja, ich bin drauf gekommen. Ich bin vernünftig drauf gekommen. Wunderbar. Das kann er nicht mehr einholen. Das kann er nicht mehr einholen. Yes, Mann. Okay, wir sehen die neue Strecke. Transylvania oder so. So sieht es zumindest für mich aus. Wie heißt denn das? Ghost House? Keine Ahnung. Dragon Cave. Letzte Runde. Ja, hier gibt es eine Abkürzung. Da sehen wir eigentlich nichts mehr von der Strecke. Also nicht mehr viel. Ich muss mal gucken, ob wir die... Ah, wo war die denn genau? Also mit der Abkürzung sollte man normalerweise gewinnen. Ohne die Abkürzung könnte es sehr, sehr schwierig werden. So, jetzt kommt nämlich hier Trick 17. Flupp. So. Ist das geil oder ist das geil? Allein für diese Abkürzung habe ich dieses Spiel schon immer... Scheiße. Mega abgefeiert. Diesen Sprung den Berg runter. Und ja, wir sind auf jeden Fall Erster, aber...
Es ist trotzdem nicht so leicht. Es ist trotzdem. Wobei, wir sehen eigentlich alles von der Strecke. Wir ersparen uns, glaube ich, nur 2-3 Kurven oder so, die ein bisschen ekelig sind. Aber auf dieser Strecke hier war, glaube ich, viel Eis und so, das uns zum Verhängnis werden kann. Aber wir führen eigentlich weit. Boah, da könnte man durchs Feuer springen. Wer will das denn? Wer ist denn so lebensmüde? Ich bestimmt. Ja, nicht. Guckt euch doch mal an, wie schwer das hier ist. Ohne Scheiß, ey. Versucht den Typen mal gerade zu halten. Ist so gut wie un... Oh, oh. Oh, oh. Da muss ich dran vorbei. Stimmt. Oh, das ist so... Es ist halt relativ schwierig, wenn du wieder landest. Oder der verzieht ja auch super leicht... Oh, Scheiße. Der verzieht halt super leicht die Bahn. Sobald der Huckel ein bisschen zu schräg ist für ihn. Wow, 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 wow. Okay, okay. Ich glaube, wir schaffen es. Das dürfte hinhauen. Abkürzung sei Dank. Ja, wir führen noch. Ich glaube, wir führen relativ weit. Das passt. Ich darf halt nur nicht drauf gehen. Das wäre mir ganz wichtig. Kommt er da? Nein. Ist auch so die Sache, ob man das überhaupt... Oh, hier gibt es eine geile Abkürzung. Ist halt die Frage, ob ich da reinkomme vernünftig. Ja. Oh, halt dich um. Scheiße, aber ich glaube, der kommt jetzt. Nein! Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Ja, da liegen wir vor dem Ziel. Ich hätte die Abkürzung da nicht nehmen sollen. Hätte ich nicht. Gut, weißt du Bescheid. Aber, naja, der Part soll ja auch nicht so kurz werden, ne? Das wäre schon wieder... Es wäre, na, wobei, so kurz ist ja gar nicht. Wenn ich da unten auf die Uhr gucke, das geht... Durch das doppelte Fahren zieht sich das schon ein bisschen. Und jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, diese 5 Strecken müssen wir im nächsten Part natürlich auch erst wieder fahren, um die letzte Strecke zu sehen. Da kann man, wie gesagt, von halten, was man will, ob das gut ist oder schlecht. Ja, das hat immer übelst gebockt, hier so irgendwelche Drehungen da zu machen und so, ja. Normalerweise bin ich ja in Spielen nicht so, dass ich sage, oh, das macht so viel Spaß, da irgendwelche Sprünge auszuführen oder so. Das erinnert mich halt an Dexter, der immer bei GTA so viele so rumspringt und so. Und das kann der stundenlang machen, da hat der Bock zu. Das sind so Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber hier in diesem Spiel, diesen einen Jump wenigstens. Ah, naja, immerhin, komm, war okay. War okay. Ich möchte jetzt meinen epischen Vorsprung nicht wieder aufgeben, so einfach. Aber den habe ich auch, glaube ich, hauptsächlich aufgegeben, weil ich, ja, Gummiband-Effekt zum einen, ne, der natürlich für den PC gilt, nicht für mich, für die CPU. Und, einfach nur saudumme Fehler, glaube ich, für mega weit, Alter. Konntest du das denn beim letzten Mal noch versauen? Na doch, so. So kann man das, konnte ich das beim letzten Mal noch versauen. Kann ich da nicht hochfahren? Ja, ne? Oh Gott, nein. Nein, warum? Ja, weil es an sich leichter ist, damit auf die Brücke zu kommen. Trotzdem war es absolut kacke. Mega Crap schon wieder. Ich verliere schon wieder. Aber diesmal nehme ich die die Abkürzung nehme ich nicht. Da ist er. Oh, nee, ey. Was will der denn hier? Was will der denn hier? Ey, das gibt's doch nicht. Ich verliere doch jetzt nicht alle Leben. Bei diesem fucking Level. Und vor allen Dingen... Was passiert, wenn ich da durchfahre? Geht nicht. Scheiße. Das sah für mich so aus, als könnte man da ganz gut durchfahren. Oh Gott, der ist knapp hinter mir, aber das darf er eigentlich nicht mehr schaffen. Nein, das schafft er auch nicht. Penner. Haben wir gepackt, Leute. Weil wir haben's drauf. Ja, auf jeden Fall. War gut. Scheiße. Dragon Cave, ja. Abkürzung nehmen und danach keine Schweinereien mehr machen. Sehr weihnachtlich hier im Dragon Cave. Doch. Weiß mir zu gefallen, auf jeden Fall. So Leute, ich hoffe, ihr hattet halbwegs Spaß mit diesem Part und seid beim nächsten Mal dann dabei, beim finalen Part, wenn wir alle 6 Strecken, die es hier gibt, hintereinander fahren und hoffentlich auch gewinnen. Bei der letzten Strecke bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob wir es schaffen werden, aber zeigen komplett kann ich sie auf jeden Fall. Wir sehen uns, bis dann und ciao.